Hallo, 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 hier ist wieder Shoki bei Noki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc Hagenbeck, Mentalist, Gedankenleser und Mensch. All das. Mensch, was? Was immer ihr wollt. Ich bin, was ihr wollt. Achso, was immer ihr wollt, das bin ich. Genau. Hutträger ist er auch. Hutträger und Bartträger. Ja, und T-Shirt-Träger. T-Shirt-Träger. Hose hat er zum Glück auch an. Hose habe ich. Ja. Am 10. Juni haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, Veronika Ferres. Kennst du? Super Vibe. So, Veronika Ferres, ja, ich muss dazu sagen, ich war mal Veronika Ferres-Fan, sehr großer. Was? Ich fand die mal eine Zeit lang richtig sexy, ja. Wann? So als heranwachsender junger Mann. Echt? Ja, ich finde die erschrecklich, die Alte. Ja. Oh, ey, die mittlerweile geht die mir auch auf den Keks. Aber so eine olle aufgesetzte Art hat sie immer und immer nur so, mediengeil und hin und her. Ja, nee. Ja. Oh, ja. Veronika Ferres. Jeder hat so seinen Fetisch. Hat gemacht irgendwie das Super Vibe, Rosini und so ein Käse. Mhm. Und die Filme sind, glaube ich, teilweise ganz okay, aber mehr als okay finde ich es auch nicht. Ja. Ja. 1965 geboren, ist also. Alte Schachtel, würde ich sagen. Ja, aber was war am 10. Ich ach, gar nicht Happy Birthday, ich hatte einfach nur Geburtstag, fertig. 10. Juni, was war da noch? Ja, 1990 gewinnt die deutsche Fußballnationalmannschaft in Mailand ihr Auftaktspiel zur Weltmeisterschaft in Italien mit 4:1 gegen Jugoslawien. Jugoslawien. Ja, Lothar Matthäus hat da, Lothar. Ist da hervorgetreten und hat dann pew, 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 hat dann Solo und Ching aus 17, 18 Metern hat er in die Ecke geschossen. Mann, ey. Genau. Damals war ich leider nicht in Deutschland, sondern ich war in Kroatien im Urlaub. Und dieser Sieg galt halt nachher auch als wie sagt man, wegweisend. Als Grundstein für den späteren Titelgewinn. Ne? Genau. Ja, gut, die haben dann aber gegen. Die haben noch verloren, glaube ich, in der Hinrunde ein Ding oder unentschieden gespielt, glaube ich. Genau, ein Ding haben sie in unentschieden gespielt in der Vorrunde und dann haben sie alles weggeballert. Bis zum 1:0 im Finale gegen Argentinien. Aber da konnte man Lothar noch wirklich gebrauchen. Ne? Heutzutage ist er halt doch mehr eine Berechtigung so, gehabt. Mehr so ein Redner. Wie hat er Lothar gesagt? Wäre Fahrradkette. Wäre Fahrradkette. Großartig, lieber Lothar, großartig. Am 10. Juni ist aber auch Nationalfeiertag in Portugal. Ja, in Portugal feiert man den Todestag. Wieso feiert man eigentlich einen Todestag? Das kommt darauf an, wessen Todestag man feiert. Der Todestag des Nationaldichters Camões. Das weiß ich nicht. Ja, eigentlich müsste man doch einen Geburtstag irgendwie auswählen, oder? Nicht den Todestag. Man ist ja nicht. Vielleicht war man sehr froh, dass er. Ja, genau. Also man gedenkt auf jeden Fall diesen Dichter, Nationaldichter, der nicht Ronaldo heißt zum Glück. Sondern Camões. 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 Ja, was auch immer. Wie der Fachmann sagt. Genau, am 10. Juni. Hatten wir noch was. Und zwar 1955 wurde der Grundstein für das europäische Kernforschungslabor CERN in Meiringen gelegt. Die ganzen Atome, die da irgendwie so kilometerweit im Kreis richtig katapultiert werden. Das sind ja auch die, die irgendwann schuld sein werden, wenn die Erde verschlungen wird von einem schwarzen Loch, wenn da was schief geht. Ist das so? Ja, das ist. Also wenn die aufeinandertreffen, dann schwarzes Loch. Also man hatte immer mal eine Zeit lang die Befürchtung, dass da ein schwarzes Loch entstehen könnte. Das wäre natürlich nicht gut für die Erde, weil da irgendwie mit Antimaterie und so, ich verstehe es selber nicht ganz, ich bin kein Physiker. Wenn ihr es versteht, schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht könnt ihr es mal kurz erklären. Ich hätte eher Angst vor dem schwarzen Loch von Veronika Ferres, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Uiuiuiuiuiui. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüss.